Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo Community, hier sind wir wieder von Trader Online Video. Jenna, hi. Julian, Tag. Und ich, der Micha. Ja, und wir zocken uns hier in die Commander-Decks rein aus Kaltheim. Ich spiele das Deck Geisterwarnung. Julian spielt Elfenimperium und Jenna hält dagegen mit im zweiten Matchup mit dem anderen Deck aus Commander Legenden. Und zwar Hitze des Gefechts. Wir werden, oder Hinak und Aska werden auch nochmal Dual Commander spielen, wo wir dann entsprechend diese beiden Decks gegeneinander spielen werden. Oder wo sie die Decks gegeneinander spielen werden. Da werden die Karten auch eingeblendet, aber das ist ja erstmal ein Probezock hier für uns, damit wir die Karten auch und die Kartenfähigkeiten mal ein bisschen besser kennenlernen, denn gerade auch das Geisterwarnung-Deck ist ja schon ein bisschen komplexer. Ne? Und Papa spielt Ich glaube, dass die Aggro an dem Tisch jetzt hier gerade sehr hoch ist. Wenn ihr wissen wollt, warum, dann schaut euch gerne nochmal Duell 1 an. Aber so, ich lese mal meinen Commander vor. Ich spiele hier entsprechend Rana, der schlaflose Wächter. Für zwei beliebige, ein weißes, ein blaues Mana, ein legendärer Geistkrieger, Stärke 2, Widerstandskraft 3, fliegend Wachsamkeit. Die erste Karte, die du in jedem Zug vorherbestimmt, kostet 0, um sie vorher zu bestimmen. Immer wenn du eine oder mehrere Karten aus deiner Hand und oder bleibende Karten aus dem Spiel ins Exil schickst, erzeuge einen 1-1 weißen Geistkreaturen-Spielstand mit Flugfähigkeit. Ja. Ja. Das ist meiner. Und okay, du? Ich spiele Latril, Klinge der Elfen, für zwei farblose, ein schwarzes, ein grünes, ist sie 2-3 mit bedrohlich. Und immer wenn Latril, Klinge der Elfen, einem Spieler Kampfschaden zufügt, erzeuge ich entsprechend viele 1-1 grüne Elfenkrieger-Kreaturenspielsteine. Und tappe 10 ungetappte Elfen, die du kontrollierst. Jeder Gegner verliert 10 Lebenspunkte und du hältst 10 Lebenspunkte dazu. Mhm. Mein Commander heißt Violet. Seele des Stahls, kostet ein beliebiges, ein rotes, ein weißes, ist eine 2-2-Kreatur mit Trampelschaden und sagt, immer wenn er angreift, ziehe ich für jede Aura und jede Ausrüstung, die an ihn angelegt ist, eine Karte. Okay, das Ausrüstung. Mal gucken, ob das jetzt hochkommt. Gut, dann möchte ich das kurz abheben bei dir. Oh. Ja, da. Zack. Und bei Jenna auch, sind wieder der Abheber hier. So, und der Würfel war, wer anfängt, ne? Ja, okay. Hoch. 5. 11. Komm schon. Ah, yes! Verdammt. Ich möchte anfangen. Gut. Wir ziehen 7 Karten. Wenn uns Yantik fällt, ist der erste Mulligan for free. Und Jenna beginnt das Spiel und darf auch eine Karte ziehen, wenn sie will. Aber sie entscheidet sich für den Mulligan. Das willst du halten, Julian? Oh. Und ich mach das auch. Ja. Boah. Ich halte. Nervous, wenn ihr abheben wollt. Ja, komm, ich halte das mal. Ja, komm, ich halte das. Ja, ich ziehe eine Karte. Du ziehst eine Karte? Achso, ich dachte, du bist schon fertig. Ja, okay. Nein! Guck mal, wie voreilig der schon ist. Wow. Ja, der kleine Ende Jonas ist voreilig. Und ich gebe ab. Siehste. So, zieh mal. So. Nur eine Ebene. Schwach. Insel und Go. Nur eine Insel. Schwach. Ziehe. Ha. Befehlsturm. Land. Tappen erzeugt einen Mana an der beliebigen Farbe der Farbidentität meines Kommandeurs. Also schwarz oder grün. Dann gib ich ab. Wieso hast du das so komisch gesagt? Weil es kann. Okay.
Gebirge für 2. Ring aus Valkas. Danke für den Follow. Ausrüstung, die ausgerüstete Kreatur hat Eile. Zu Beginn des Versorgungssegments legst du eine +1/+1 Marke auf die ausgerüstete Kreatur, falls sie rot ist. Ausrüsten kostet 1. Dann gebe ich ab. Ich ziehe. Lege eine Insel, tapp sie für 2 Mana, bringe einen Schneediamant getappt ins Spiel. Der gibt mir nachher weißes Mana. Dann bist du dran. Dann ziehe ich eine Karte, spiele einen Sumpf und spiele Miara, Dorn der Lichtung, 1/2. Immer wenn Miara, Dorn der Lichtung oder ein anderer Elf, den du kontrollierst, stirbt, kannst du ein Farbloses bezahlen und einen Lebenspunkt bezahlen. Falls du dies tust, ziehe eine Karte. Partner. Dann gebe ich ab. Ich kenn dich. Stirbt, okay. Okay, das ist sehr gut. Es werden viele Elfen bei dir sterben, glaube ich. Also letzte Runde sind insgesamt 2 Elfen, glaube ich, gestorben, ne? Ein Gebirge. Und für 3 Feuer stecken. Ja. Ja. Ausrüstung, die ausgerüstete Kreatur. Kreatur hat Doppelschlag, ausrüsten kostet 2. Dann gebe ich ab. Okay. Im 4. Zug geht's ja bei ihr schon richtig ab, ne? Tappen. Ja. Ja. Die Karte ist so schön. Nein, die danke. Die hat so ein schönes Artwork, ne? Also wirklich, ich finde das so schön. Sag mal. Nee. Musst du gleich sehen. Ich bringe noch eine Insel. Hätte ja klappen können. Weiß und 3 bringe meinen Commander. Rana, der schlaflose Wächter. Fliegend Wachsamkeit, die erste Karte, die du in jedem Zug vorherbestimmst, kostet 0, um sie vorherzubestimmen. Immer wenn du ein oder mehrere Karten aus deiner Hand und oder bleibende Karten aus dem Spiel ins Exil schickst, erzeuge einen 1/1 weißen Geistkreaturenspielstand mit Flugfähigkeit. So, dann möchte ich noch vorherbestimmen. Und vorherbestimme eine Karte. Und bringe durch Rana einen Geist. 1/1 fliegend. So. Bin ich? Dann bist du dran. Nein, top, ich ziehe eine Karte. Ich spiele einen Sumpf und für 3 spiele ich den Frühlingsblüten-Druide. 1/1, wenn er ins Spiel kommt, kann ich ein Land opfern. Wenn ich dies tue, durchsuche ich meine Bibliothek nach bis zu 2 Standardlandkarten. Bin sie getappt und spiele und mische danach meine Bibliothek. Und dann? Greif einfach nochmal Jenna an. Ja, krieg ich einen Schaden. Dann gebe ich auch schon ab. Ich enttappe. Kurz Handeln gucken. Lege ein Gebirge. Für 3 spiele ich meinen Commander aus. Was macht der? Wühlet, Seele des Stahls, 2/2 Trampelschaden. Immer wenn er angreift, ziehe ich für jede Aura und jede Ausrüstung, die an ihn angelegt ist, eine Karte. Und der ist 2/2. Für 1 lege ich den Ring an Valkas an ihn an. Die ausgerüstete Kreatur hat dann Eile und zu Beginn des meines Versorgungssegments lege ich eine +1/+1 Marke auf sie, falls sie rot ist. Also werde ich das dann nachher tun. Das ist jetzt also 3/3. Nein, der 2/2. Ist 2/2. Achso, ach, die Marke kommt gleich erst drauf. Ja. Okay. Aber und dann greife ich für 2, aber Julian an. Nimmst du 2 Schaden? Ja, okay. Klar. Und dann ziehe ich eine Karte, weil er eine Ausrüstung trägt. Jenna? Was wird das jetzt hier? Ich dachte. Du hast dich doch auch angegriffen. Ja, so. Aber ich konnte dich ja nicht angreifen. Achso. Und dann gebe ich ab. Okay. Also, das hätte ja null Sinn gegeben. Null Sinn ergeben. Ich ziehe. Ich lege die kryptischen Höhlen, gebe mir farbloses Mana und für 1 Mana und tappen, opfere die kryptischen Höhlen, ziehe eine Karte, aktiviere die Fähigkeit nur, falls du 5 oder mehr Länder kontrollierst. Guck dir nicht 1/2/3 kommt Vega der Beobachter, 2/2er legendärer Vogelgeist. Fliegend natürlich, immer wenn du einen Zauberspruch von irgendwoher außer von deiner Hand wirkst, ziehe eine Karte. Dann möchte ich noch gerne durch meinen Commander eine Karte vorherbestimmen, ohne Mana-Kosten dafür zu bezahlen. Die geht ja entsprechend ins Exil und ich bekomme einen weiteren Geist.
So. Dann. Dann möchte ich auch gerne angreifen. Und zwar würfeln wir, wenn wir angreifen. Gibt der Chat hier noch Tipps? So, okay. Was? So, für den Geist. Gerade, ungerade. Gerade. Ja, ja. Der Geist greift Julien an. Und für Rana. Gerade, ungerade. Obwohl. Du willst ja damit auch angreifen, ne? Ja. Ja, komm, gerade, ungerade, ja. Ungerade. Zu Jenna. Ja, der Wachsamkeit. Okay, ja, dann gebe ich an. Dann enttappe ich sie eine Karte. Sperrenwald. Und für 3 Mana spiele ich den elfischen Erzdruiden. 2/2 andere Elf-Kreaturen, die ich kontrolliere, haben +1/+1. Und Tappen erzeugt ein grünes Mal für jeden Elf, den ich kontrolliere. Den möchte ich gerne countern. Für 2 blaue Mana spreche ich. Wie fies. Es kommen Seen, neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl. Gott sei Dank kommt er bei dir. Verbestimmungskosten für 2. Ja, er greift mich einfach. Er geht einfach immer, schon wieder komplett auf. Wenn du einen Zauberspruch von irgendwoher außer deiner Hand gewirkt hast, ziehe eine Karte. Der ist einfach jetzt schon super stark einfach. Ich hab das nur gemacht, um eine Karte ziehen zu können. Ja, aber du bist einfach super stark jetzt schon so. Ja, du darfst deine Elfen nicht. Du kriegst so viele Elfen. Also, wenn dann keine Elfen noch da sind, dann ist das schon ganz gut. Ja, ich gehe ab. Merkt ihr das, Jenna? Ich habe dir das jetzt geholfen, ne? Zu Beginn meines Versorgungssegments geht hier auf Wühlert eine Marke, weil er rot ist und den Ring aus der Weihkaste. Eigentlich hat er dir nicht geholfen, weil ich hätte damit Papa ja angegriffen. Ist klar. Heißt also, er hat dir sozusagen wehgetan. Jetzt Stormforce, ja, schreibt die, den Wunsch mit den, dass die besten Geister einfach unter einen die besten Videos und das snippen wir uns dann raus, die Wünsche. Überleg mal. Erstmal spiele ich Abrieb und zerstöre ein Artefakt meiner Wahl und das ist Papas Schneediamant. Was soll das? Weg mit dem Diamant. Das ist schon mal boom, weißes Mana ist weg. Es tut mir so leid, ich wollte das gar nicht. Okay. Das Feindbild verschiebt sich ein bisschen. Wie, es verschiebt sich. Es war schon die ganze Zeit an diesem einen Punkt. Für. Zwei. Evisons Maske. Ausrüstung. Die ausgerüstete Kreatur erhält +1/+2 und hat Fluchsicherheit. Ausrüsten kostet 3. Das ist die Karte, die ich so schön finde. Die hat so ein wunderschönes Artwork. Die Maske sieht so schön aus. Ist ja fein. Und dann... Wenn eine Karte cool aussieht, dann ist es der Platinum-Engel in Invocation Artwork. Greife ich Julien für 3 an. Richtig, so. Genau, durch das Deklarieren ziehst du dann schon deine Karte. Ja, dann opfer ich da, dann blocke ich hier mit meinem 1-1er. Dann kriegst du noch 2, der trampelt. Dann kriege ich noch 2 und ich sage, dass ich noch 1 bezahle und einen Lebenspunkt bezahle und noch eine Karte ziehe. Durch deinen Elfen, ja. Durch. Maira. Dann gebe ich ab. Maira. Dann gibt sie ab, okay. Ich enttappe mal. Miara. Nicht Maira. Miara. Wieso greifst du mich an, hä? Weil Papa meine Kreatur kaputt geblockt hätte. Das will ich nicht. Willst du Stress machen? Zieh meine Karte. Willst du Stress machen? Da ist sie. Jetzt wollen wir den Lanze. So, okay. Oh, hast du einen gezogen? Dann möchte ich eine Karte vorher bestimmen. Durch meinen Commander für 0.
Bringe einen Geist. Dann. Für weiß, für blau und für beliebig lege ich den Seelentreiber. Geist 1-1. Immer wenn eine Kreatur aus dem Spiel ins Exil geschickt wird, lege eine +1/+1 Marke auf den Seelentreiber. Zu Beginn deines Endsegments kannst du eine andere Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, ins Exil schicken und sie dann unter der Kontrolle ihres Besitzers ins Spiel zurückbringen. Ja? Mhm. Gut. Was sagst du mit den Turken? Handkarten? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mhm. Du? 5. Dann. Zahle ich mal 2 Mana. Und spreche vorherbestimmt Geschichten der Vorfahren. Jeder Spieler, der weniger Karten auf der Hand hat als der Spieler mit den meisten Karten auf der Hand, zieht so viele Karten, wie die Differenz beträgt. Du hast 6, du hast 5, ich habe 2. Kann ich darauf reagieren? Du kannst auch reagieren. Ich möchte gerne darauf reagieren. Ich spiele Schwerter zu Flugscharren, Spontanzauber, schicke eine Kreatur deiner Wahl ins Exil. Ihr Herrscher erhält Lebenspunkte in Höhe der Stärke der Kreatur dazu. Und dann nehme ich dir deinen Flieger. Den Seelentreiber? Ja. Das ist kein Flieger, aber den willst du nehmen, ne? Ja, der geht weg. Ich dachte, der fliegt. Fliegen hier bei. Wird ins Exil geschickt. Ja. Immer, wenn du ein oder mehrere Karten aus der Hand oder bleibende Karten aus dem Spiel ins Exil schickst, also kriege ich jetzt dafür keinen Geist. Schade. Ja, okay, dann hast du jetzt eine Karte, aber es ist 5 die Masse. Jeder Spieler, der weniger Karten auf der Hand hat, als der Spieler mit den meisten Karten auf der Hand, zieht so viele Karten wie die. Jetzt ist die Frage, wann verrechnet der Spruch? Ja, sie hat ja davor gemacht. Heißt also, die hat darauf reagiert, okay? Ja, und dann kommt erst ihr Stack und dann kommt dein Stack. Das heißt, ja beide 5, das heißt, du ziehst keine Karte. Du ziehst 3. Ich zieh 3. Und ich 4. Okay, Geschichten der Vorfahren gehen weg. Ich zieh 3 Karten. Hast du ein Leben bekommen? Ja. Papa, kriegt ein Leben. Wieso? Wegen Schwerter zu Flugscharen. Ja, bekommen einen Lebenspunkt durch Schwerter zu Flugscharen. Genau, danke. Land hatte ich gerade gespielt. Ne, ja. Weil ich den Seelentreiber gesprungen habe, ja, okay. Nee, du bist wahrscheinlich nicht angegriffen. Bin ausgetappt. Angreifen kann ich noch. Du hast da gerade meine Kreatur kaputt gemacht. Vega war auch schon da, ne? Mhm. Mach das nicht. Greif mich nicht an. Ich tue mich hier gleich weh. Hallo, Jenna. Ja. Du hast mir gerade weh getan. Ja, ich tue dir gleich noch mehr weh. Ja. 1, 5, 2, 4, 5, 6, 7. So, und dann ist mein Zug beendet. Mein Gott, jetzt muss ich ja auch wieder aggressiv auf Papa gehen. Warum? Ich hab dir doch gar nichts getan jetzt. Ja, danke Chat für den Hinweis. Ja, haben wir gemacht. Für 6. Opfer des Krieges. Hexerei. Bestimme 1 oder mehrere. Zerstöre ein Artefakt deiner Wahl. Zerstöre eine Kreatur deiner Wahl. Zerstöre eine Verzauberung deiner Wahl. Zerstöre ein Land deiner Wahl. Zerstöre einen Planeswalker deiner Wahl. Zerstöre erstmal deine Ebene. Damit die wieder weggeht. Das ist ja ganz großes Kino. Als Artefakt ist eine. Ist keine Artefakt-Kreatur, ne? Doch. Nee. Sieht nur so aus. Als wäre es eine Artefakt-Kreatur. Muss ich das schon bei Artefakt bei Jana zerstören? Du musst auch gar kein Artefakt zerstören. Oder hier mit Flugsicherheit. Ich zerstöre Wissensmaske, tut mir leid. Ey, das ist so schön. Als Kreatur zerstöre ich deinen Commander. Möchte ich. Ja, ich zerstöre deinen Commander. Planeswalker haben wir nicht, Verzauberung haben wir auch nicht, ne? Hat jemand von euch eine Verzauberung? Mm-mm. Nee. Gut. Okay. Hast du den Commander-Stand für mich aufgeschrieben, Jenna? Ja. Gut. Wenigstens habe ich etwas für uns gemacht. Also, dann bist du dran. Ich habe seinen Lanzer schon und seinen Commander weggemacht. Hier geht eine Marke drauf. Wofür er ein weißes Mana braucht. Wir sind ganz stolz auf dich, Julian. Ja, den kriegst du nämlich als erstes. Ganz toll gemacht. Ja. Super. Mhm.
Für 2 kommt bei mir eine Reliquiensucherin. Sie ist 2-2, hat Ruhm 1, sagt, wenn diese Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt und falls sie nicht ruhmvoll ist, liege eine +1/+1 Marke auf sie und sie wird ruhmvoll. Und sie sagt, wenn sie ruhmvoll wird, kannst du deine Bibliothek nach einer Ausrüstungskarte durchsuchen, sie offen vorzeigen, auf deine Hand nehmen und dann deine Bibliothek mischen. Und für 2 lege ich Feuerstecken mal an Violett an. Hat der jetzt Doppelschlag. Hast du ihm schon eine Marke gegeben? Ja. Und dann kommt der mal für 4 Trampelschaden und Doppelschlag zu Papa. Das ist natürlich cool. 8 Schaden, ne? Ja, wenn ihr da so ein bisschen natürlich. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Und das ist ein Commander Damage. Habe ich verstanden. Das Commander Damage. Wie viele Commander Schaden habe ich jetzt schon gekriegt? 8. Insgesamt habe ich. Ach, ich habe dich erst einmal mit dem angegriffen. Okay. Gut. Glaube ich. Ja, das andere hast du mich angegriffen. Ah, das andere mal. Gut. Und dann gebe ich ab. Ja, da wurde ich ja ganz gut in meine Schranken gewiesen. Dann, dann tappe ich mal. Du weißt einfach, dass er keine Ebene hat. Zieh mal. Dann kommt bei mir die Gletscherflutebene. Oh. Die kommt aber getappt ins Spiel. Hm. Das ist trotzdem eine Ebene. Ja. Das dauert auch. Gib mir nachher blaues oder weißes Mana. So, jetzt bin ich ja erstmal irgendwie ganz brav. Gut so. Ach so, ich zieh noch ich zieh noch Karten. Durch den. Ja, mach einfach. Ich hab nicht gesagt, ich soll das machen. Hm. Ja. Mhm. Dann kommt bei mir. Steht auch Zieh an der Karte, also nicht du kannst eine Karte ziehen, sondern Zieh einfach. Dann kommt meine. Bei mir für. Kannst du halt einfach auch nicht vergessen. 2 Mana. Eine Nebelwiesenhexe, die ist 1-1, ein Kitkin-Zauberer. Und für 2 beliebige, ein weißes, ein blaues, schicke eine Kreatur deiner Wahl ins Exil, bringe sie zu Beginn des nächsten Endsegments unter der Kontrolle ihres Besitzers ins Spiel zurück. Das ist ja gar nicht mal unbedingt so schlecht. So, angreifen kann ich noch, ne? Lebenspunkte? Ich habe 34, Jenna hat 30, du hast 33. Mhm, das habe ich gerade gemerkt, Jenna ist böse auf mich. Du trampel deine Karten? Ja, ja. Du trampelst doch. Oh. Das ist nicht schön. Und Doppelschlag hat er auch. Ne? Das heißt, der macht bei mir sowieso alles erstmal weg. Gefällt mir überhaupt gar nicht. Dann schwäche ich dich mal ein bisschen. Dann greifen dich mal alle an. Für 5, ne? Für 5. Zu Jenna. Ja. Ich habe wie viel Leben? 25. Okay. Gut. Und dann. Gib ich ab. Gut so. Und Julian freut sich. Ja, ich spiele im Wald. Für 4 spiele ich dann. Latrill, Klinge der Elfen. 2-3 bedrohlich. Immer wenn sie einem Spieler Kampfschaden zufügt, dann erzeuge ich entsprechend viele 1-1 grüne Elfenkrieger-Kreaturensteine. Und tappe 10 ungetappte Elfen, die du kontrollierst. Jeder Gegner verliert 10 Lebenspunkte, du hältst 10 Lebenspunkte dazu. Mhm. Ich überlege gerade, ob ich Papa gleich schon töten kann. Ja, werden wir sehen. Dann spiele ich noch einen elfischen Verjüngerer, 1-1. Und wenn er ins Spiel kommt, schaue ich mir die obersten 5 Karten der Bibliothek an. Du kannst davon eine Länderkarte getappt ins Spiel bringen, lege den Rest in die beliebige Reihenfolge unter deine Bibliothek. 1, 2, 3, 4, 5. Kann sein. So. Ich greife Papa noch an. Mhm. 1-2. Lass ich mal durch. Ui. Ich habe auch keinen Schaden gemacht, Senna. Bist du stolz? Ja, du bist dran. Ja, ne? Ich enttappe. Hier geht eine Marke wieder drauf. Durch den Ring aus Valkas. Mhm. Ich ziehe eine Karte. Bei mir kommt Sonnenheim, Festung der Legion, sagt für Tappen erzeuge ein farbloses Mana und für 2 beliebige ein rotes, ein weißes und Tappen eine Kreatur deiner Wahl erhält Doppelschlag bis zum Ende des Zuges. Hat sie seine Karte angeguckt? Ich gehe in meine Kampfphase und ich greife Papa an. Mhm. Und zwar mit beiden Kreaturen.
Ja, du darfst eine Karte ziehen, ne? Oder? Ich darf zwei Karten ziehen. Damn. So, wie stark ist deine Kreatur? Der ist 5-5, Trampelschaden, Doppelschlag. Ja. Okay. Gut. Commander Damage hast du mir schon wie viel gemacht? 8. Okay. So, hier hast du triggert, dass wenn sie ruhmvoll wird, ist, wenn sie einem Spieler Kampfschaden hinzufügt. Das heißt, ich würde die Nebelwiesenhexe, damit du dir keine Equipment raussuchen kannst, mit der Nebelwiesenhexe blocken, denke ich mal. Muss man kurz überlegen. Das heißt, wenn jetzt nichts weiter passiert, würde ich 5 Schaden 10. mit Doppelschlag bekommen. Ne? 10 Commander Damage, das heißt, ich hätte 18 Commander Damage, würde ich nur leben. Ne? Ja, lass ich dann block ich so. Nebelwiesenhexe blockt den Reliquien so. Okay. Dann gehst du auf 18. Wie viel Schaden kriegst du? Das sind 10. Okay. Und dann kommt bei mir dies weg. Ja. Unnachgiebiger Ansturm. Hexerei. Enttappe alle Kreaturen, die du in diesem Zug angegriffen haben. Sorry. Nach dieser Hauptphase gibt es eine zusätzliche Kampfphase, der eine zusätzliche Hauptphase folgt. Hey. Dann habe ich meine Kreaturen wieder. Damn! 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 Gehe ich in meine Kampfphase. Du wolltest den Julian angreifen jetzt, oder? Ja, greift Papa mit beiden an. Ja, dann sterbe ich ja schon am Commander Damage. Ja. Bin ich kaputt. Das ging ja schnell. Ach Leute, ja, das ging ja schnell. Wird die denn überhaupt ruhmvoll? Weil er macht ja erst Schlag und tötet dich ja damit schon. Hast du nicht vorhin schon mit angegriffen? Ja, aber da hat er ja geblockt. Da habe ich geblockt, ja. Dann wird sie nicht ruhmvoll. Ja, okay. Dann kommt bei mir für 1 noch ein Knochenbrecher. Das ist eine Ausrüstung. Sagt, die ausgerüstete Kreatur kriegt +2/+0. Ausrüstung kostet 1. Bin ich dran? Ja. Zumindest kommt jetzt das Geschwisterbell. War ja klar, dass ich in Game 2 nicht lange mache. Karten ziehen nicht vergessen, wird gerade geschrieben. Oh ja. Ah, dann muss ich wahrscheinlich aber nochmal abwerfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, ich hatte keine Removal, leider. Starthand war nicht so gut, die zweite Hand war auch so, naja, semi-prächtig. Ich spiele mal den Giftpfeilbogenschütze. 2, 3, Reichweite Toastbogen. Immer wenn eine andere Kreatur stirbt, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt. Für 3 spiele ich dann noch den Weisen der Renaturierung. Wenn er ins Spiel kommt, kann ich einen Artefakt oder eine Verzauberung meiner Wahl zerstören. Zerstöre ich dein Doppelschlag-Ding. Dann greife ich dich nochmal hier mit meinem Commander an. Kriegst du 2 Schaden. Krieg 2 Elfen. Da bist du dran. An Kackbratz, wenn, du kannst dich mal an das Versandteam wenden, aber wenn du das Produkt schon geöffnet hast, sind die Chancen schlecht, dass es da noch umgetauscht werden kann. Das heißt Kackbratz. Ja. Kackbratz. Entschuldigung. Das ist 13. Ja. Ich wurde geschlachtet. Das ging diesmal schnell. Wenn man den Commander in Ruhe lässt, dann geht das Deck sehr schnell. Wird das sehr schnell strong. 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 Strongo. Strongo. Wie du mal sagen würdest, die Strongo. Ja, genau. Strongo. Ja. Die Strongo. Aber können wir einen kleinen Duell machen, oder? Nö. Klar. Damn. Ja. Was? Ja, so cool. Was? Nein. Nein. Für 3. Unbestrittene Autorität. Oh. Verzauberung Aura. Verzaubere eine Kreatur. Wenn sie ins Spiel kommt, ziehe ich eine Karte. Ach ja, die verzauberte Kreatur hat Schutz vor Kreaturen. Ja, was soll man dagegen machen? Was soll man dagegen machen? Hätte ich vielleicht noch mit dem Weisen der Renaturierung gewartet? Ja. Wäre das so gewesen. Sechs. Na, greif mir an. Los, komm, komm. Stress, willst du Stress? Ja, du willst Stress, komm. Ja, ich greife Julian erstmal für 6 an.
Dann ziehe ich zwei Karten. Ach, warte, ich habe ja noch keinen Schaden gemacht, ne? Also, ich gehe ja erstmal. Ich deklariere ja meinen Angriff und dadurch ziehe ich die Karten, ne? Richtig. Das heißt, ich kann damit auch noch darauf reagieren, richtig, ne? Richtig, ja. Lass auch mal kurz die 6. Aus wird mehr. Timur, Kampfwut. Spontan Zauber, eine Kreatur erhält Doppelschlag. Bis zum Ende des Zuges. Ja, und sie verursacht auch Trampelschaden, aber du kriegst ja so oder so. Das heißt, du kriegst 12 Commander-Damage von mir, ne? Natürlich sind die auch noch schön so eine Antwort, ne? Ja, das ist, du musst den Commander da irgendwie wegbekommen. Das ist schon. Ja, bekomme ich nicht, wenn er Schutz vor Kreaturen hat. Ach so. Ja. Und dann lege ich den Knochenbrecher auch noch an Violett. Hätte ich auch gerade machen können. Da wärst du schon. Nee, da wärst du noch. Da wärst du noch am Leben. Schade. Ja, okay, bin ich dran? Okay. Jetzt ja. Zeig's ihr. Los. Nee, das wird das wahrscheinlich nicht sein. Julian löst dir mit dem Elfendeck total ab. Obwohl, jeder darf mal gewinnen. Heute darf jeder mal ein Gewinner sein. Außer Julian. Ich bin mal Harald, König von Scamford. 3, 2, bedrohlich. Wenn er ins Spiel kommt, kann ich mir die obersten 5 Karten meiner Bibliothek angucken. Ich kann davon eine Elfenkrieger- oder Tyvan-Karte auf dem Vorzeigen auf meiner Hand nehmen, den Rest in beliebiger Reihenfolge unter meiner Bibliothek. 1, 2, 3. 4, 5. Ja. Wie viele Leben habe ich noch? 23. 23? Ja. 22. Ja, du musst einmal angreifen, dann bin ich tot, oder? Mhm. Ja, dein Commander hat Schutz vor Kreaturen, ja? Das heißt, Julian kann mit seinen Kreaturen nicht blocken. Das ist natürlich schwierig, ne? Ja, dann kann ich einfach irgendeinen Elfen nehmen. Ja. Musst du einfach versuchen, sie zu töten. Jetzt irgendwie. Ja, aber das schaffe ich nicht. Klappt. Das schaffe ich nicht in der Zeit. Ja, der Chat sagt auch, wenn du Julian gut ziehst, kann der Jenner einfach rüberrennen. Ja, aber was. Nee, ja, ich hab mich gut gezogen. Keiner irgendwie da pumpt oder sowas. Jetzt sind wir ein Elfenlord jetzt, ja? Kann auch so eine Elfenpromenade spielen. Erzeuge für jeden Elfen, den du kontrollierst, einen 1-1 grünen Elfenkreaturenspielstand. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kann ich jetzt noch 8 Token machen? Ja. Mach ich hier nur 9 drauf, so. Das ja. Sind 9. Mhm. Ja, aber. Wow. Mehr kann ich auch nicht machen. Das ist schon viel, aber. Kommt ein bisschen zu spät. Kommt genau eine Runde zu spät, glaube ich, ne? Ja. Dann. Ja, dann kann ich dich halt auch angreifen. Wow. Ich mach's auch einfach. Ich greife dich einfach noch an. So. Und. Mit den beiden. Ja, aber das reicht auch nicht. Nein, die kannst du nicht blocken, stimmt. Ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kriegst du. Ja, lass ich durch. Ja, aber immerhin 10, ne? Also ja, immerhin 10, ne? Aber. Hätte ja, auch besser sein können, ne? Also wirklich. Ja, dann gebe ich ab. Ja, ich krieg grad noch 2 von diesen Token. Hier geht wieder eine Marke drauf. Jetzt hier. Eine Ebene. War halt auch recht knapp, ne? Weil ich hätte halt auch noch 10 ungetappte Elfen tappen können. Mm-mm. Dann hättest du halt noch 10 Schaden bekommen. Wie eben. Wenn Julian nach dem Angriff all seine Elfen töten könnte, dann könnte er noch gewinnen. Ja, kann ja auch. Kannst du nicht, ne? So muss dann Jenna wohl gewinnen. Ja. Ach, ich komme mal für 7 vorbei. Ja. Kannst du nicht blocken? Kann ich blocken, Commander Damage ist ja weg. Ja. Mehr als 7, oder nicht? Da ist ja Doppelschlag auch noch, oder nee. Nicht? Achso, hast du nicht mehr. Okay. Aber reicht. Also, das heißt Jenna tötet Julian ja, jetzt. Ja, aber Jenna könnte ja Doppelschlag geben. Oh, durch ja. Commander Damage. Ja. Ist sie die Siegerin. Ja. Das ging schnell. Das war jetzt mal wirklich, glaube ich, das schnellste Commander
Ich habe euch einfach mal beide eben rasiert. Nee, ich glaube, schneller war noch das, wo ich mal das Drachendeck gespielt habe. Ja. Wo ich euch alle. Also da, ne, ich hätte zuerst immer gedacht, das Deck wäre gar nicht so stark, aber haben wir gesehen, wenn da die richtigen Equipments, die richtigen Ausrüstung. Ja, man muss halt nur die eine Kreatur wegmachen, dann ne? Ich hätte man hat einfach dir die Kreatur zerstört und dann. Oh, jeder Kreatur und jedem Spieler zwei Schadenspunkte zugefügt und dann wäre dein ganzes. Aber gut, das war sowieso der Winning Move jetzt hier. Genau. Dann wären halt all deine Kreaturen noch weg. Das wäre halt. Ja, das wäre doch noch. Ich hätte ich habe überlegt, mache ich seine Elfen jetzt weg? War es ein Spontanzauber? Ja. Okay, Jenna gewinnt das zweite Duell mit dem Commander-Deck aus Commander Legenden Hitze des Gefechts. Guck an. Ne? Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber da sehen wir nochmal hier. Ne? Zack. Aber auch nur wegen dieser Einfachzauber. Schutz vor Kreaturen gewonnen. Ja. Ja, aber Schutz vor Kreaturen ist einfach dann die mächtige Karte. So ist es nun mal bei Magic. Ne? Das ist dann so. Zack. Ja, okay. Dann sagen wir erstmal für die YouTube-Aufzeichnung vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne noch in die anderen Videos rein. Und nochmal der Hinweis, wir werden auch nochmal mit den Commander-Decks zu Kaltheim wird es auch nochmal produzierte Duel-Matches geben. Wo wir dann die Karten noch einblenden. Das ist jetzt hier so ein Probezock. Und dann sagen wir erstmal danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ja, und viel Spaß mit Kaltheim und Magic the Gathering. Ne? Bis dann. Danke. Ciao. Tschüss. Tschüss.